Moin mal Leute, ich bin Lilgum's Brain oder Elfotojadik und begrüße gerade dich zu einem neuen Part von Crow Country. Mir fällt jetzt gerade auf, ist... Haben wir eine rote Kette oder ist das gerade so ein bisschen blutig an unserem, an unserer Brust, weil wir Schaden genommen haben? Nee, es ist jetzt immer noch so. Ha, okay. Ist mir vorher noch gar nicht so aufgefallen, dass da so ein roter Fleck ist. Nun gut, wir haben im letzten Part eine Kurbel bekommen und mit der Kurbel konnten wir jetzt schon an verschiedenen Orten was machen und haben auf jeden Fall noch mindestens einen, wo wir etwas tun können. Und das ist, wenn man hier einmal komplett durchstreift. Oh, ein großes Medkit. Das nehmen wir mit. Da, wo der Briefkasten ist, da müssen wir rein. Ja, genau hier, glaube ich. Ich glaube, dass hier hinten die Ausgrabungsstätte war. Korrekto. Okay. Da ist jetzt eine Menge Benzin drin. Ein Glück. Obwohl, Moment, hier hat was für den Mechanismus gefehlt, ne? Da oben, so ein riesen Zahnrad wahrscheinlich. Weil die Kurbel... Bringt uns das jetzt was, dass da Wasser reinkommt? Weil ich würde es bezweifeln, dass das jetzt was gebracht hat. Ha. Das heißt, wir brauchen dafür auf jeden Fall noch... Ja. Irgendwas. Da ist ein Eimer. Oh. Er ist voller Steine. Aber hieß es nicht, dass die dann hier auch noch rein müssen oder so? Irgendwie... Das hing ja alles zusammen mit diesem Gemälde, was wir gesehen haben. Gemälde. Da ist jetzt eine Menge Benzin drin. Aber hier dran zu drehen, ich meine, da kommt jetzt Feuer raus. Jo. Das heißt, das, was wir hier rausziehen würden, könnten wir verbrennen. Im Falle. Hm. Kann man mit der Kurbel eventuell auch die Uhren stellen? Das ist eine Sache, die wir noch nicht ausprobiert haben und was eventuell hilft. Weil hier brauchen wir immer noch was Eiförmiges, was wir dem Schwan in den Hals drücken. Und die Kurbel brauchten wir sonst, glaube ich, nirgendwo anders. Und alles, was man irgendwie bisher so aufdrehen konnte und mit dem man irgendwas machen konnte, war immer recht bezogen auf diese Kurbel. Oh Gott, wir sind wieder im Theater. Ist, oh Gott, okay, das Spiel ist schlau. Ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass man immer darauf achten muss, wo die Plattform gerade ist, ob oben oder unten. Und die dann auch immer da ist und man dann an der Stelle sein muss, wo... Nicht? Wo man sie haben will am Ende. Hast du mit dem Typen gesprochen? Da drin ist er nicht. Ich bin hier seit Stunden und habe nichts gehört. Aber ich würde trotzdem gerne einen Blick hineinwerfen. Weißt du, wie ich reinkommen kann? Das wird nicht einfach. Du brauchst den Schlüssel. Das ist ein großer goldener Schlüssel. Ein goldener Schlüssel, okay. Und du musst den Türgriff unter Strom ausschalten. Und zwar wie? Keine Ahnung, als ich das letzte Mal hier war, war er noch nicht unter Strom. Mein Vater muss ihn erst vor kurzem eingebaut haben. Warum? Was versteckt er da drin? Naja, das wird wahrscheinlich das große Ding werden. Aber anscheinend ist der Wachmann hier noch nicht angekommen. Weil sie hat jetzt noch nicht davon gesprochen, den gesehen zu haben. So, kann man hier jetzt mit der Kurbel dran drehen? Kann man! Gut. Links ist 10,20. Ja. Und hier brauchen wir 11,15. Ein Edelstein. Ich weiß nicht, was hier so ein gruseliges Geräusch gerade die ganze Zeit macht. Aber der Edelstein ist natürlich perfekt. Weil der Edelstein sah sehr, ich würde sagen, eiförmig aus. Hier ist das Fahrrad von dem Typen. Harrison James. Gut, erstmal an den hier vorbei. Was auch immer das für kleine Proteinhäufchen sind, die da rumkrabbeln. Alter, die sehen so gruselig aus, ne?
Boah, ich glaube, wenn der einen packt, dann ist komplett over. Dann kann man, glaube ich, nur schreien. Ach du meine Güte. Will ich jetzt meine ganze Muni für dich verballern? Jo. Hat ja anscheinend geklappt. Der scheint auch tot zu sein. Sehr gut. So. Nee. Ja. 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 Das Licht ist grün geworden. Ich werde diese eklige Kette vom Hals nehmen. Hey! Oh je! Wir haben jetzt eine Kette. Wo könnten wir eine Kette brauchen? Eine Kette. Ist das vielleicht hilfreich, was dem Mechanismus noch fehlt? Ja! Jetzt wird's spannend. Was holen wir da raus? Eine Maske. Was ist das da rechts? Oh. Ich glaube, ehrlich gesagt, da schmeiß ich direkt eine Granate drauf. Das haben wir bereits benutzt, okay. Das ist ein großer Block aus festem Harz. Ja, dann. Würde ich sagen. Leidensmaske. Ich hoffe nicht, dass ich leide. Schade, dass wir die hier noch nicht... Vielleicht finden wir... Wir müssen ja sowieso, um durch diese ganzen Schächte zu kommen, brauchen wir auch noch irgendwie irgendwas, um die Schächte aufzumachen. Wenn man da überhaupt rein kann. Was so viel bedeutet wie, wir werden vielleicht irgendwann den Flammenwerfer da abbauen können. Okay, er hält zwei aus. Halleluja. Oh, was ein gruseliges Ding. Okay. Also, Maske rein, auf in den Hexenwald, ha? Huh? Oh Gott, da muss man doch noch reinkrabbeln. Ach du meine Güte. Ja, da fällt einem direkt was auf den Schädel. Da aber auch, oder? Hier ist ein Auge. Okay. Wir haben die Augen jetzt gerade weggemacht. Klingt verrückt. But we did that. Mhm. Jetzt können wir die anderen Dinger wegmachen. Okay. Gut. Das ist tatsächlich eine Falle, die wir wegmachen können, auslösen können. Da bräuchten wir... Dagegen kann man nicht treten. Da aber. Interessant. Schrotflintmunition, aber immer noch keine Schrotflinte. By the way. Jetzt können wir hier auch die Augen nochmal verschwinden lassen. Können da jetzt von der anderen Seite auch gegentreten.
kommen so hier jetzt rein. Finden nochmal eine Granate. Das Rätsel gefällt mir richtig gut. Ich finde es sehr, sehr cool. Ich glaube, wir müssen hier jetzt nochmal einmal... Genau. Die frei machen, um dann von der anderen Seite... Ah ne, das ist der vom Anfang. Crazy. Moment. Dann kommt man hier ja gar nicht rum. Checkity check. Das macht jetzt den hier frei. Sodass man hier nochmal komplett rumlaufen kann. Ha! Boah, bin ich blöd! Ich bin da gerade so schnell drunter hergelaufen, weil ich dachte, dass das ja nichts aus... Boah, das war dödelig. Und dann erschrecke ich mich auch noch davor. Wie der letzte Dumbatz. Boah, das hat mich richtig erwischt. Frech. Was ist da in der Mitte überhaupt für ein Becken? Ich meine, da führt gerade alles hin. Ein Hexenkessel. Es ist eigenartig warm. Am Boden spüre ich etwas. Der Dreizack! Was passiert? Weg hier! Ey, wir sind sehr gut weggekommen. Das hätte viel schlimmer gehen, schlimmer werden können. Gott, oh Gott, oh Gott. Der Dreizack wurde gebraucht. Moment, warum werden Kreise bei bestimmten Orten hier gerade ausgeleuchtet? Zeigt uns das, wo wir als nächstes hin müssen? Das ist ja voll lieb. Oder dass es hier noch was zu holen gibt. Wahrscheinlich, dass es da noch was zu holen gibt. Weil ich wüsste nicht, was wir jetzt im Verlies... Vom Verlies kommt man zum Mitarbeiterflur. Gut zu wissen. Vielleicht muss man tatsächlich hier die Knöpfe drücken und kommt dann in den Mitarbeiterflur. Das würde ich jetzt aber nicht so out of nowhere ausprobieren. Da will ich auf jeden Fall vorher speichern, bevor man das ausprobiert. Ich frage mich gerade nur nochmal, und das spricht dann eigentlich nochmal dafür, dass wir zu einem Speicherpunkt gehen sollten. Wo genau... Moin. Ja, folgt mir ruhig, mein Lieber. Oh ne, warum denn zwei von euch? Und dann haltet ihr auch noch so viel aus. Tschüss. Danke. Hier haben wir doch auch unsere ganzen Mitarbeiterinfos und so. Der Dreizack. Wer hat den Dreizack aus dem Meeresreich-Restaurant mitgenommen? Meeresreich-Restaurant. Kennen wir das schon? Meeresreich-Restaurant. Nee. Das wird wahrscheinlich da sein, wo man nach links geht. Das bedeutet aber auch, ich möchte auf jeden Fall einmal speichern. Weil das ist ja so zusammengezuckt, als ich durchlaufen wollte. Und ich weiß nicht, ob das ein Wink mit dem Zaunfall ist. Wenn wir da durchgehen, sind wir tot. Ne, man kann tatsächlich durch. Komplett neuer Bereich. Meeresreich. Schau mal. Noch eine Granate. Das ist ja... Granate. Brother, Okay. Denen nicht zu nahe kommen? Die vergiften einen. Kann man auf die drauf schießen vielleicht? Jo. Nur für Mitarbeiter.
Neptune's Palace. Warnung, der Zugang zu Nemos Abenteuer erfolgt über eine 4,5 Meter lange senkrechte Leiter. Bitte die Leiter nicht benutzen, wenn sich bereits jemand darauf befindet. Nemos Abenteuer ist für Kleinkinder, Schwangere, Senioren oder Personen mit Rückenproblemen und Herzerkrankungen nicht geeignet. Gut, davon habe ich tatsächlich nichts. Ich habe vielleicht ein bisschen Rücken, ne? Aber sonst geht's gut. The Seven Seas? Da ist eine Boss-Fogwall vor. Hier ist nochmal so eine Wand, die man bestimmt von hinten wieder lösen muss mit einem Schalter. Ja. Was hat's hiermit eigentlich auf sich? Ich darf nicht rauchen. Warum sind hier so viele Rauch-Dings? Sunken Treasure. Warum sieht das aus, als ob das gleich auf mich drauf knallt? Wie ich gesehen habe, ist die Säureflasche im Meerjungfrau-Käfig fast leer. Ihr könnt sie mit dem Säuretank wieder auffüllen, aber die hat Crow offenbar auf die unterirdische Ebene bringen lassen. Ich habe keine Ahnung, wozu er sie benutzt. Danach habe ich nicht gefragt. Oh, was ist hier drin? Eine Flasche mit einem Gegengift. Die nehmen wir doch mit. Eine Runde Air-Hockey. Phänomenal. Wer sind Sie? Was macht Tom Hanks hier? Kannst du mir bitte nicht ins Gesicht leuchten? Ich habe ohnehin schon schlimme Kopfschmerzen. Wer bist du? Dich habe ich noch nie gesehen. Ich bin Mara. Agent Mara Forrest. Wow, das klingt ja wie eine weibliche Version meines Namens. Wie heißt du, Mark? Marv. Das ist Marv! Oh mein Gott, wir lernen hier alle nach und nach kennen. Natürlich. Marvin Trumbull. Warum bist du hier? Bist du hier angestellt? Nein, aber ich arbeite mit Ed zusammen. Wir sind Geschäftspartner. Edward Crow? Ja, weißt du, wo er ist? Das wollte ich dich auch gerade fragen. Ach Mist, er hat's wirklich getan, was? Getan? Was? Hey, wie alt bist du? Alt genug. Schicke Waffe übrigens. Ist das eine Browning oder eine Colt? Ja, klar. Marvin, welche Art von Arbeit machst du für Crow? Normalerweise arbeite ich in Übersee. Ich bin nur für einen kurzen Besuch wieder hier. Aber von Crow fehlt jede Spur. Super Timing. Ich bin sicher, es steckt hier irgendwo. Ich wollte den nordwestlichen Aufzug nehmen, aber Tolman läuft da die ganze Zeit rum. Tolman? Ja, weißt du, Eds Typ für die Wurzelgrabung. Wurzel... was? Vielleicht versuche ich es mit dem südwestlichen Aufzug. Das könnte hinhauen. Moment, die Aufzüge sind doch kaputt, oder? Ha, kommt ganz drauf an. Worauf? Ich glaube, ich sollte los. Man sieht sich, Mary. Bitte. Den Namen Mara kann man sich ja wohl merken. The Atlanta Globe. Crow Country überraschend geschlossen. Obwohl die Besucherzahlen des örtlichen Freizeitparks Crow Country zuletzt gesunken waren, war eine drohende Schließung dennoch kaum abzusehen. Gestern wurden zahlreiche wütende Besucher jedoch abgewiesen, als die Tore des Parks verschlossen vorfanden. Nun wird viel spekuliert, was die Hintergründe dieser plötzlichen Entscheidung sind. Vielleicht hängt sie mit dem Elaine Marshall-Vorfall zusammen, über den wir vor 2 Wochen berichteten. Besitzer Edward Crow äußerte sich so: Es hat nichts mit dem Marshall-Vorfall zu tun, wir schließen den Park lediglich für Renovierungsmaßnahmen. Aber warum konnten die Besucher dann Eintrittskarten für diese Woche buchen? Was ist da los, Mr. Crow? Der Strom ist nicht eingesteckt. Ein silbernes Schlüsselloch? Klar. Boah, dann ist ja das blühende Leben, wenn hier der Strom angeschlossen ist. Manche Kinder haben sich beschwert, dass ihre Highscores nicht gespeichert würden. Vermutlich setzen die Maschinen ihre Punktzahl bei jeder Abschaltung zurück. Ob das so vorgesehen ist, weiß ich nicht, aber ich werde das nicht reparieren. So haben die Kinder immerhin einen Grund wiederzukommen. Wie dreist! Die machen hier voll den Giga-Highscore und dann geht einmal kurz der Strom aus, weil die sparen wollen oder weil Stromausfall ist. Und dann ist der Highscore einfach weg. Toll. Wir sind jetzt auf der Rückseite von den Backrooms-ähnlichen... Hier. Zack. Hallo? Das Schlimmste ist, ich wollte das Gold eigentlich gar nicht. Es war mir ziemlich egal. Mein Vater wollte es. Er traf die Entscheidung, das Land zu kaufen. Als er Jahre später starb, hinterließ er mir Crow Country komplett. Mir blieb nichts anderes übrig, als zurückzukehren. Ich musste fertigstellen, was er begonnen hat. Moment, der Freizeitpark gehörte ursprünglich deinem Vater? Nein, Crow Country ist der Name des Grundstücks, dieses Grundstücks. Hm. Ich mag diese Tür. Nicht? Ich möchte betonen, dass ich mein Problem mit Gewalt gelöst habe. Und auch da ist jetzt ein Schlüsselloch. Und hier geht es in die Lounge. Welche Lounge denn? Die Lounge. Interessant. Mhm.
Die Wurzelgrabungsbereiche müssen verschlossen bleiben, wenn sie nicht benutzt werden. Wenn ihr auf sie zugreifen müsst, findet ihr den Schalter, der alle Türen freigibt, im Schalterraum, also im nordwestlichen unterirdischen Bereich. Von hier aus kann ich die Lounge sehen. Harrison James sitzt auf dem Sofa. Er hat mich noch nicht bemerkt, das macht Spaß. Okay, das reicht fürs Erste. Hallo Ed, wie geht's? In der Mine steht bald eine Inspektion an von den nationalen Behörden. Das Ganze macht mir Angst. Jemand hat mir gesagt, dass sie die Mineralien im Erz testen. Prüfen die, ob die zur Gegend passen oder was. Jemand anderes sagte, sowas würden die niemals machen. Aber bei mir werden die das machen, weil die definitiv irgendeinen Verdacht haben. Ich habe also eine Kiste mit Stein und Erde geschickt. Sag Bescheid, wenn das Zeug bei dir ist. Der Inhalt war gratis, aber die Lieferkosten für so eine schwere Kiste waren enorm. Aber wenn wir so die Inspekteure austricksen können? Na. Mhm. Oh, das hat mit dem Hai zu tun und dem Delfin, oder? Obwohl. Da ist zwar ein Delfin, aber kein Hai. 1 mal 2 gleich 2 mal 2 gleich 4 mal 2 gleich 8. Aha. Schreiben wir uns das doch mal einmal auf. Also, pink 1, hellblau 2, Schiff, rot, rot 4 und Pistole, also lila 8 mal 2 mal 2 mal 2. Meerjungfrau, Delfin, Schiff, Pistole. Ich find's aber geil, wie viele Rätsel man sich hier tatsächlich aufschreiben muss. Das gefällt mir. Da arbeitet man auch richtig mit. So, dann jagen wir dem doch mal einen Schreck ein, oder? Moin. Es geht. Hallo. Na, sieh meine an, wen wir da haben. Mara, du hast mir gerade gesagt, du wärst kurz davor zu gehen. Ich habe mich verlaufen. Aha. Ich bin nicht dumm, weißt du. Hast du Natalie gefunden? Nein, noch nicht. Ich dachte, sie wäre vielleicht hier, aber... Was liest du da? Das ist ein altes Buch über den Abbau von Gold. Das ist wirklich... Sieht langweilig aus. Mara, kann ich dir irgendwie helfen? wie fühlst du dich? Was meinst du damit? Bist du unverletzt? Du wurdest doch nicht etwa angegriffen, oder? Von irgendwas. Du hast sie also auch gesehen. Diese Kreaturen. Haben sie dich angegriffen? Nein, ich bin weggerannt, so schnell ich konnte. Ich dachte, ich würde verrückt werden. Mara, was sind das für Dinger? Was ist hier los? Weißt du irgendwas? Harrison, wenn du wirklich unverletzt bist, dann solltest du gehen. Geh, solange du noch kannst. Das kann ich nicht. Erst muss ich Natalie finden. Sie könnte in Gefahr sein. Suchst du immer noch nach Natalie? Wo hast du denn schon nachgeschaut? Ach, nirgends. Wo ich auch hingehe, überall sind versperrte Türen und blockierte Gänge. Irgendwie scheine ich ständig irgendeinen komischen Schlüssel zu brauchen. Das nervt. Naja, das ist halt einer dieser Orte. Nach einer Weile gewöhnt man sich dran. Ich find's schön, dass sie selber so ein bisschen drüber sich lustig machen, dass man für alles einen Schlüssel braucht und alles versperrt ist. Das ist schön. Okay, ja. Wir haben halt auf jeden Fall immer noch den Dreizack, den wir irgendwie da hinten hingeben müssen. Da drin atmet irgendwas. Können wir die Tür auch wieder zumachen? Ich fühle mich überhaupt nicht sicher, die Tür aufzulassen. Perfekt. Also wenn ich tippen müsste, wirkt es so, als ob ich Harrison gerade umgelegt habe. Anlieferungsgarage, ja. Okay, okay, okay. Restaurant! Ja, geil! Da wollen wir doch tatsächlich hin. Perfekt. Und... Oh, wieder das Telefon. Hallo? Natalie, meine Tochter. Sie ist hier, oder? Ja, sie sucht dich. Sie hat bei der Polizei eine Vermisstenanzeige erstattet. Ich habe ihr gesagt, sie soll nicht... Ach, ich dachte, ich hätte sie davon überzeugt, nicht...
Hör zu, kannst du sie hier rausbringen? Kannst du sie dazu bringen zu gehen? Sofort? Mr. Crow, sie wurde verletzt. Sie wurde angegriffen. Aha. Okay. Ey, Father of the Year. Irgendwas versperrt den Deckel. Moa. Das Ding ist fast auf uns draufgefallen. Tormans Aufzeichnung, 30. März. Der Boss hat begonnen, mit dem Pool zu experimentieren. Er befestigt einen Schlüssel an einer langen Kette und lässt ihn langsam in den Pool senken. Er wartet 25 Sekunden lang und zieht ihn dann wieder raus. Er hat sich verändert. An manchen Stellen ist er zu lang, an manchen Stellen ist er zu kurz. Er hat ganz einfach die falsche Form. Mr. Crow bewahrt zusätzliche Schatzkarten in der Holzkommode in seiner Lounge auf. Der Code lautet 8891. Ganz kurz. Habe ich gerade random das Richtige hier gedrückt? Hamburger Pommes, Hähnchen, Nuggets. Genau das, was man erwarten würde. Weil das hat sich ja gerade auf jeden Fall umgedreht. Ich weiß nicht, ob das daran lag, dass ich was richtig gedrückt habe. Okay. Also ich meine, die sind... Ich glaube, alle von denen die hier alle zum Singen bringen soll. Früchte sind Freunde. Lila, grün, orange, rot. Habe ich das gerade wirklich direkt richtig hier eingegeben? Lila, grün, orange, rot. Das hatte ich eben auch eingeklickt, glaube ich. Ohne es zu wissen. Kann man die Kiste verschieben? Ich will diese Kiste öffnen. Ich meine, die... Hier ist ein Punkt, wo man stehen soll. Zumindest sind da so... Der hier sinkt dann aber nicht. Oder der. Aha! Der silberne Schlüssel! Hereinspaziert, wir haben geöffnet! Ich glaube nicht. Achso, ich schaue auf die Rückseite des Schildes, das war dumm von mir. Oh, wow, stimmt. Wow. Oh Gott. Neptuns Palast, Geburtstagsfeiern. Bitte die Eltern, Geschenke in der Schatzkiste zu platzieren. Gebt dem Kind während des Essens den Dreizack. Die Meeresmonster drehen sich zum Dreizack. Sobald sie sich zum Dreizack drehen, singen sie, solange der Dreizack nicht zu weit weg ist. Wenn alle vier singen, öffnet sich die Schatzkiste. Das Kind kann nun die Geschenke aus der Schatzkiste nehmen. Hinweis, die Seemonster bleiben oft hängen und drehen sich nicht ordnungsgemäß. Schubst sie einfach kurz an, dann sollten sie sich wieder bewegen.
Kann der Code für die Vordertür bitte geändert werden? Er lässt sich zu einfach erraten. Ist das die unveränderte Werkseinstellung oder was? Die Sicherheit ist in Gefahr. 1, 2, 3, 4. Phänomenal. Okay. Aber mit dem silbernen Schlüssel haben wir jetzt natürlich wieder ganz viele neue Gänge eröffnet. Das ist natürlich großartig. Silberschlüssel. Also das sind halt wirklich etliche Türen und Wege, die wir jetzt noch öffnen können. Ich hoffe, ich kann hier drin vorbei. Ah! Tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass du nett bist. Mm-mm. Schon wieder 2106. Was zur Hölle ist das? Hilfe. Okay, Harrison ist nicht mehr hier. Ich hoffe, dem geht's gut. Wir haben auf jeden Fall jetzt noch den Code für die Schatzkarten. Den können wir noch eingeben. 889... Upsala. 8891. Karte der Geheimnisse. Wie genau zeigt sich diese Y? Oh. Und X zeigt ungelöste Rätsel. Speicherpunkt, versperrte Tür, offene Tür. Stark. Die Karte können wir so auf jeden Fall sehr gut verwenden. Okay, gut. Mit dem Silberschlüssel soll es weitergehen und mit den ganzen Schätzen, die wir hier noch finden können. Freunde, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Lasst mich in den Kommentaren wissen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Bis dahin, euer Brain, tüdelü mit Ü. Brrr.